Yo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Aber ganz kurz vorher, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice, meine Freunde. Und jetzt geht's auch direkt los mit Santiago, La Familia 2. Viele haben lange auf den Song gewartet. Jetzt ist er endlich wieder da, die Fortsetzung. Produced by Digital Drama, Mixmaster bei Volker Gebhardt, Musikfilm von Daniel Slotin Films. Ich bin gespannt, legen wir einfach los und lassen wir uns überraschen, was er abliefert. Los geht's! Cool. Oh, der Beat fängt schon mal böse an, auf jeden Fall. Da war wieder die ganze Gang. Wenn die Brüder aufmarschieren am Block, dann geht die Scheiße ratatata. Geile Location. Die Leute alle. Sind schon ein paar Leute auf jeden Fall. Die Bikes, bisschen Licht von den Autos. Abo Hip-Hop, ja Salome. Family, Family, Family. Welcome to No-Go Area, NRW. Macher A-Rap Money, Buster Rhymes. Flip Masari wie mein Butterfly. Häng mit Großfamilien, Mafia-Kreis. Paralleljustiz auf Pflasterstreit. Ey, keine Fans. Stabiler Beat auf jeden Fall. Cooler, zerfetzter Balenciaga-Anzug. Die Farbe ist auf jeden Fall nice. Das zerfetzte muss nicht sein, das Style, aber ist nice. Gibt's den so zu kaufen? Und haben die den einfach zerschnitten? Den wird's schon so zu kaufen geben, wa? Ich sage shoot, shoot. Ein Yahoo bringt die Araber auf YouTube. La Familia, wir stechen dich kein Voodoo. Ah, Q sind auf Trembolon. Also Beat ballert ziemlich krass auf jeden Fall. Diese Flöte, die drauf ist, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich hoffe, dass Sunny hier noch ein bisschen schneller rappen wird, weil ich stehe auf die Double Time Parts, aber bis jetzt stabil. Hör das Bleigeschoss durch Essen Street. Call die Streifen, Cops und Rettungsdienst. Kein Frieden kassieren, die Batze maskiert und bewaffnet wie Michael Myers Halloween. Rap für breit gestaufte Ghetto G's. Bitch, ich schreibe noch nur Nevergreen. Schmuggel weiße Rocks im NMD. Wir sind Pirates of the Mit dem Rauch ist auch geil, der rote Rauch passt ziemlich cool. Also videotechnisch bis jetzt auch sehr stabil. Von Teller Wäscher zu einem Gangster-Rapper im gestretchten Benzer mit Limousinenfahrer. Wir sind Messerstecher, wir sind Gelderpresser, wir sind Menschenhändler wie Immobilienmakler. Mache Fitner wie eine Anti-Demo. ACAB, bleibe Bandolero. 9-Mile-Wodka. Von wem ist der, Leute? Von wem ist dieser 9-Mile-Wodka? Wenn ihr das wisst, schreibt's mal in die Kommis. Ist das von den habe ich neulich schon bei Dings gesehen. Casey Rebel hat den neulich auch in seiner Bar da gezeigt, in seiner Lounge. Von wem ist der? Ich hab keine Eier, Calimero. Sado Clan Oberhaupt San Diego. La Familia. Sado Rense, Miri Alican. No-Go Area. NRW Berlin, Izmir, Mafia Clan. Alle Kriminal. Wenn wir stimmen, geht es. Erinnert halt ja wirklich an die La Familia und an diese SpongeBob-Songs. Erinnert die Hook ein bisschen. Stabil, stabil. Bam, bam, bam. Nix gesehen, nix gehört, nix gesagt. 45 Essen, ey. Hier, die Szene sah gerade richtig geil aus mit dem Rauch, mit dem Nebel. Sehr, sehr geile Szene. 45 Essen, Angelus. Dangerous, dangerous, dangerous. Oh. Knall für die Brüder ein Mensch. Kollege und Farid Bang. Meint ihr, demnächst kommt ein Song von den drei? Wäre stabil, wenn da was kommt von den drei. Farid Bang mit Sunny und Kolle. Bomb die Kommis zu, meine Freunde, wenn ihr das auch wollt. Sehr, sehr. Das wäre geil, wirklich. Würde mich freuen. Major Hit. Fick auf Lean, ich sippe Gin and Juice. Fick auf Presse, keine Interviews. Stony Tabak ist kein Business Move. Stimmt, weil da gibt es wirklich keine Interviews. Oder gibt es von Sunny irgendwelche Interviews? Ich kill the kill für Groovy, filthy Q. Ey, ey, BBM, Gang ist patentiertes Branding. Ein Yahoo hat bei Araber sein Standing. La Familia im Rücken ohne Gang Inks. Ah, sie drohen mit 9 Milli. Ah, ich glaub für Familie. Geile Location da, wo die ganzen Leute stehen mit den Motorrädern, gefällt mir richtig gut. Der Teufel trägt NMD, Adidas NMD, wir sind Mafia Family. Was stand da gerade? Salasado, Kollege und hier die goldenen Platten. Das ist ja auch der Schutz von Kolle, ne? Salasado und die ganzen Jungs da. Adidas NMD. Sogar noch von Self-Made Records. NMD. Wir sind Mafia Family, Arab Hamiji, Virabia M.
Echt, da kriegen die Großfamilien auch goldene Platten dafür? Ich meine, für was hat es Salazar bekommen? Was steht da drauf? Adidas NMD. Ah, ich kenne das gerade gar nicht richtig. Einfach verkaufte Platten von Kollege Alpha. Okay, wenn ihr wisst, was Salazar damit zu tun hatte, außer dass er nur der Schutz war, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommis reinschreiben, denn ich weiß das nicht. Wir sind Mafia Family, Arab, Famiji, Virabia, Elmasri. Lati AK, auf Nacken nur Platinum Chain. In Lungen nur Sativa Strain. Bin breiter als Ali El Zayn. Renn die Street stabil, kein FIFA-Spiel. Was hat er gerade gesagt? Er ist breiter als Elmasri. Lati AK, auf Nacken nur Platinum Chain. In Lungen nur Sativa Strain. Bin breiter als Ali El Zayn. Breiter als Ali El Zayn? Okay, dann kann er ja nicht allzu breit sein. Außer er meint, dass er higher ist. Renn die Street stabil, kein FIFA-Spiel. Sunny 47, real deal. The Notorious MMA. Brech dein Kiefer-Stil wie Deepak Kiel. Rolle Baum, sie sagen krasser Giallo. Gruß an Duisburg, beste Quali Maxlo. Dribbel, dribbel, a la Cannavaro. BBM President Salazado. Da ist er, der Salazado. Der Schutz von Kolle und Santiago. Wer weiß von wem noch, wer weiß von wem noch. La Familia. Ich vermisse ein bisschen das Double Time, muss ich sagen. Also es ist ein cooler Song, coole Punchlines. Auch jetzt nicht die überkrassesten Punchlines, aber der Vibe stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe den Double Time vermisse ich. Und hab ihn vermisst. Es kommt ja noch was. Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Ja, das ist cool. Wen haben wir da? Das ist Yuri, Kollege, Santiago, Farid Bang und Salazado. Meint ihr, das ist auch der Schutz von Farid Bang? Ne, weil ich glaube, Farid Bang hatte mit der Miri-Familie zu tun. Oder was meint ihr? Oder ist Salazado auch der Schutz von Farid Bang? Schreibt es mal in die Kommis, wenn ihr da mehr wisst. Ich glaube, Farid hat immer mit den Miris zu tun gehabt, oder? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nur. Wenn die Brüder aufmarschieren am Gott, dann geht die Scheiße ratatata. Das ist, meine Freunde, ein neuer Song von Santiago La Familia 2 von dem kommenden Album Yellow Bar Mitzvah. Kommt am 1.4.2022, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gespannt auf das Album. Cooler Song auf jeden Fall. Mir hat hier ein bisschen für mich, ich bin der Double Time Fan. Ich bin ein richtiger Double Time Fan. Mir hat hier ein bisschen Double Time gefehlt. Aber viele, also erstmal, bevor ich überhaupt weiterquatsche und das vergesse, gibt es natürlich erstmal ein Like für den Song, weil der hat echt abgeliefert. Wo sind hier Flammen? Er kriegt 3 Flammen, weil erstens der Beat mega gut ist. Santiago's Flow auch. Die Hook extrem cool, extrem cooler Vibe. Erinnert halt an die alten Sachen, deswegen halt auch die Fortsetzung von La Familia 2 wahrscheinlich. So, erstmal 3 Flammen abschicken. Aber, wie gesagt, ich bin der Double Time Fan. Ich hätte ein bisschen mehr Double Time erwartet, hätte es mir gewünscht. Aber vielleicht bringt er das beim nächsten Song. Aber ich denke mal, wenn man sich die Kommis hier durchliest, dass die Leute sich hier freuen werden über die Fortsetzung La Familia. Dass wenn die Song durch die Decke springen, einfach die Charts aufreißen, dass das Song nach langer Zeit endlich rauskommt. Ja, siehst du, sag ich doch. Die Leute haben alle drauf gewartet, haben sich gefreut. Ich finde den auch cool. Ich habe jetzt nicht drauf gewartet, sage ich ganz ehrlich, aber es ist ein cooler, gelungener Song. Und vor allem frage ich mich, ob Farid Bang mit Kolle und Santiago einen Song gemeinsam machen, weil die jetzt zweimal zusammen abgebildet wurden. Und das könnte schon was bedeuten. Was sagt ihr, meine Freunde? Kommt demnächst ein Song, sogar vielleicht noch mit Yuri mit dabei von den Jungs? Schreibt in die Kommis, was ihr davon denkt. Schreibt in die Kommis, wie ihr den Song findet. Ich feiere den Song. Könnte man sich guten Gewissens in die Playlist hauen, auch wenn da ein bisschen Double Time fehlt. Meine Freunde, wollen wir gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war's für heute. Gebt euch Santiago La Familia 2. Pumpt den Shit. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Aktiviert die verdammte Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Das war's, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund. Ich bin raus. Peace.